Und Nahrung steht schon auf 10, gut. So, Steine kommen auch endlich rein. Hier kommt Nahrung rein. Ja, weil der Steinmetz wurde erfunden. So, du kriegst einen Jungen. Und so ein Mädchen erstmal, die wir da einquartieren. Dann kriegst du auch noch einen Jungen, nämlich den Goldsammler. Jetzt kommen die beiden Gebäude, also die Goldmine hier und die Eisenmine daneben. Ja. Und gleich noch ein Zweifamilienhaus hier hin. So, das heißt, der Pilzsammler ist unterwegs, der Goldschmied ist, auch Goldschmied eigentlich ist unterwegs. Das wäre eigentlich auch eine Idee. Wo ist Holz? Da ist Holz. Hier bitte Holz einlagern. So, Hafgrim kann trainiert werden. Zwei Familien aus der Fertigschusterei steht schon eine Weile leer. Oh, jetzt bringt der Nahrung in das Zweifamilienhaus. Okay. Dann können die eigentlich auch gleich einen Jungen kriegen. Und ja, sobald der Pilzsammler hier ein bisschen abgegrast hat, werden wir vom Haupthaus über die Schule vorbei an der Töpferei zum Vorratszelt eine Straße bauen. Dass wir schon mal unsere Verbindungsstraße haben für den Händler nachher. Hey, und du bist Bierbrauer. Sehr gut. Mal guck mal, wie viel Weizen wir jetzt reinkriegen. Ja, ich lasse erstmal den Pilzsammler hier ein bisschen die Pilze abgrasen, weil die wachsen ja nicht nach. Deswegen will ich jetzt nicht einfach hier in den Pilzen irgendwas bauen.
Und dann setze ich hier oben die Speermacherei hin. Lass die drei Speere anfertigen und dann kommt da... dann die Bogenschützenwerkstatt hin. Oder die Bogenwerkstatt. Eine Schäferhütte bräuchten wir auch dann mal. Hier am besten zwischen den Schafen. So, eine Eisenmine ist fertig. Oh, unser Bierbrauer muss beten. Mhm. Möbel und Geschirr sind noch okay. Du solltest jetzt allerdings mal wieder Leben sammeln. Vielleicht ein bisschen einlagern, dass wir Vorräte haben. Ja, Nahrung ist kein Problem. Okay, du bist erwachsen. Wird sie wahrscheinlich auch bald erwachsen sein. Nee. Farmer. Stein ist erwachsen. Und Brunhild ist erwachsen. Du kannst trainiert werden. Du kannst auch trainiert werden. So, du heiratest. Danach wirst du Pilzsammler. Du wartest in der Schule. Du wirst Steinmetz. Du bist hungrig. Dann iss. Was? Du bist sehr erfahren und kannst trainiert werden. Gut. So, du wirst Goldsucher und ziehst hier ein. Und du ziehst hier ein. Du kannst trainiert werden. Gut. Und das Zweifamilienhaus für den Eisensucher ist fertig. So, du kriegst ein Mädchen und du kriegst einen Jungen. Nämlich den zweiten Holzfäller und den Eis und die Frau für den Eisenschmied. Ja, wir müssen bald wieder Geschirr machen. So, unser Holzfäller ist erfahren und kann trainiert werden. Gut. Holz kommt ja jede Menge rein. Ja, und er grast jetzt wirklich hier die Pilze peu à peu ab, dass wir hier mehr Bauplatz haben. Weil, wie gesagt, die Pilze will ich nicht verschwenden. So unwichtig ist Öl nämlich nicht, wie es einem scheint.
Jedenfalls nicht in solchen Missionen. So, es wird schon Bier eingelagert. Sehr gut. Stark hattest du erwachsen. Du wirst unser Eisenschürfer. Ach, ihr seid noch hier unten mit dem Bau der Schäferhütte beschäftigt. So, Alf ist hungrig. Dann iss mal. Du Lebenssammler. Hey, wir haben den Pilzsammler erfunden. Sehr gut. Und ja, die Pilze werden weniger. Also die hier in der freien Fläche. Ach, Sven wartet darauf, dass... Du hast Lebenssammler gelernt. Gut, das heißt, du wirst jetzt Eisenschürfer. Und ziehst da ein. Du hast Goldsucher erfunden. Gut. Okay. Sven, du gehst mal Träger lernen, damit du Händler wirst. Du machst jetzt wieder... Geschirr. Bitte. So, das Schiff heute ist fertig. An wen lieferst du jetzt Nahrung? Du bist hungrig. Du wartest in der Schule, wirst Träger. So. Goldschmied. Ist etwas weit weg von der Goldmine? Hm. Nee. Dann nehmen wir hier unten hin. So weit von der Goldmine ist es nicht weg. Wenn nicht, können wir da eine Straße hinsetzen. So, du wirst Händler. Ja. Und fährst zwischen den beiden Dingern hin und her. Du bist ein Junge. Wird hier nicht noch irgendwo ein Mädchen erwachsen? Ja. Da. Gut. Also so Holzfäller und die Frau für den Eisenschmied. Oh. Sie haben es geschafft, den Kriegsturm zu bemannen. Holzfäller, Gebäude, Kriegerlager, Lagerstätte, Fischerei, Bauernhaus.